Disclaimer: Dies ist eine beispielhafte und frei erfundene Geschichte. Im Folgenden bezieht sich der Begriff der Frau auf das biologische Geschlecht und auf menstruierende Personen. Die Mehrzahl der Frauen im gebärfähigen Alter erleben psychische und körperliche Veränderungen vor Menstruationsbeginn. Bis zu einem Drittel dieser Frauen empfindet diese Veränderung als leicht beeinträchtigend. Bei einer sehr kleinen Anzahl an Frauen sind jedoch insbesondere die psychischen Veränderungen so groß, dass sie ihre Lebensqualität beeinträchtigen, zu zwischenmenschlichen Konflikten führen oder gar mit Suizidalität einhergehen. Hierbei handelt es sich um die prämenstruelle dysphorische Störung, kurz gesagt PMDS, die seit 2013 als eine Erkrankung anerkannt ist. Die PMDS-Symptomatik ist an den Menstruationszyklus gebunden. Sie beginnt meist in der letzten Woche vor Beginn der Menstruation und bildet sich innerhalb weniger Tage nach Menstruationsbeginn zurück. Bei einigen Frauen kann die Symptomatik bereits ab dem Zeitpunkt des Eisprungs beginnen. Die Forschung zeigt, dass es keinen Unterschied in absoluten Konzentrationen der Geschlechtshormone zwischen Frauen mit und ohne PMDS gibt. Dahingegen scheinen Frauen mit PMDS eine erhöhte Empfindlichkeit gegenüber normalen Schwankungen der Geschlechtshormone in der prämenstruellen Phase zu zeigen. Auch Nina leidet unter PMDS und fühlt sich in dieser Phase wie ausgewechselt. Sie spürt deutliche Veränderungen in ihrer Stimmung und ihrem Verhalten. Plötzlich wird ihr alles zu viel. Sie leidet unter Stimmungsschwankungen, die sie nicht kontrollieren kann. Selbst auf Kleinigkeiten reagiert sie gereizt und gerät oft in zwischenmenschliche Konflikte mit ihrer Familie. Ihren Kindern gegenüber ist sie weniger geduldig und feinfühlig als sonst. Daher macht sie sich viele Vorwürfe und zweifelt an sich selbst. Ihre zusätzlichen Konzentrationsschwierigkeiten und der Energiemangel führen auch zu Beeinträchtigungen am Arbeitsplatz. Dort muss sie darauf achten, dass sie wichtige Termine um die Phase vor ihrer Menstruation herum plant. Mit dem Beginn der Menstruation bilden sich die Symptome zurück. Sie erlebt eine deutliche Erleichterung und erkennt sich selbst wieder. Für die Diagnose einer PMDS muss mindestens eines der folgenden emotionalen Kernsymptome gegeben sein: deutliche Stimmungsschwankungen, erhöhte Reizbarkeit bzw. Wut, depressive Verstimmung und Angst. Diese Kernsymptome müssen durch weitere psychische und körperliche Symptome begleitet werden, sodass insgesamt 5 oder mehr Beschwerden in den meisten Menstruationszyklen vorliegen. Diese Beschwerden verursachen einen erheblichen Leidensdruck oder starke Beeinträchtigungen im Alltag der Betroffenen. Wenn die PMDS nicht behandelt wird, kann sie chronisch verlaufen oder gar mit Suizidalität einhergehen. Die PMDS muss auch von anderen psychischen Erkrankungen abgegrenzt werden. Es kann nämlich bei anderen psychischen Erkrankungen wie Depressionen oder Angststörungen zu zusätzlichen Symptomverschlechterungen vor Beginn der Menstruation kommen, die nicht mit der PMDS zu verwechseln sind. In der Vergangenheit hat sich Nina mit ihren Beschwerden an verschiedene Stellen gewendet. Dabei stieß sie häufig auf Unkenntnis und Unverständnis. Sie fühlte sich nicht ernst genommen. Ihre aktuelle Psychotherapeutin kennt sich mit der PMDS aus und gibt ihr zu Beginn ein Symptomtagebuch mit. Für eine sorgfältige Diagnosestellung soll Nina mit Hilfe des Symptomtagebuchs täglich über 2 Zyklen ihrer Symptome aufzeichnen. So kann ihr die Psychotherapeutin aktuelle medizinische und psychotherapeutische Behandlungsmöglichkeiten vorstellen. Andere mögliche Anlaufstellen sind GynäkologInnen, PsychiaterInnen und HausärztInnen. Für weitere Informationen zum Störungsbild, zur Diagnostik und zu den aktuellen Behandlungsoptionen haben wir euch unten einige aktuelle Überblicksartikel und eine Vorlage für einen Zykluskalender verlinkt.